Rauf und runter bewegt. Ich habe es jetzt einfach mal so in der Vorankündigung genannt, der Traum vom Wohnen, Stichwort Wohnen, aber jeder hat natürlich eine gewisse Vorstellung vom Wohnen und einen ganz gewissen persönlichen Traum vom Wohnen und zum Teil decken sich unsere Vorstellungen mit Sicherheit, also es muss überhaupt zur Verfügung stehen, es muss bezahlbar sein. Wir brauchen für jeden ausreichend Wohnfläche. Die Bedürfnisse nach Standards sind im Laufe der Jahrzehnte hochgegangen, wo man sich früher nur mit 20 Quadratmetern pro Person begnügt hat, sind wir jetzt bei 40 Quadratmetern und mehr. Man kann diskutieren, ob das immer so sein muss, aber nachdem auch Singlehaushalte zunehmen, ist man natürlich automatisch bei einer höheren Quadratmeterfläche pro Person. Und was mir jetzt für die heutige Veranstaltung auch wichtig war, zu diskutieren, also die Kernforderung ist natürlich immer mehr Wohnung und bezahlbar, das ist klar, aber welche intelligenten Wohnkonzepte, Quartierskonzepte brauchen wir denn auch verstärkt, um zum Beispiel das Thema Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr sicherzustellen, um zum Beispiel auch das Thema Breitbandausbau sicherzustellen. Was braucht man in einem Quartier hereinspaziert? Da haben wir einen Platz. Kinderstühlchen. Da wollte ich, aber ich kann auch hier ums Eck hin. Ja, ja. Also wie muss quasi auch die ganze Nahversorgung sein, vom Arzt über Supermarkt, wie muss die soziale Infrastruktur sein, also auch die Anbindung an Kita und Schule. Mit jedem Wohnungsbau treten ja Folgebedarfe auf, die mit berücksichtigt werden müssen und was sicher auch in der Zukunft noch deutlicher, stärker ausgeprägt bedacht werden muss, ist so das Thema soziales Miteinander, also welchen Mehrwert bei intelligentem Wohnungsbau und klugen Konzepten kriegen wir denn auch in sozialer Hinsicht. Was wünschen sich die Leute da? Da können wir vielleicht später auch nochmal ins Gespräch kommen, was Sie sich so vorstellen, wo bei Ihnen auch der Schuh drückt, wo Sie in erster Linie die Probleme im Bereich des Wohnungsbaus sehen. Ich möchte es heute nicht ausschließlich landespolitisch angehen, wobei es da viel zu sagen gäbe, denn wie hier auf dem Roll-up steht, erst dachte man, kann man das überhaupt aufstellen, wir machen es besser. Aber gerade zum Thema Wohnungsbau bin ich überzeugt davon, dass wir es besser machen würden, vor allem wenn man schaut, was die bayerische Staatsregierung die letzten Jahrzehnte wirklich in den Sand gesetzt hat, angefangen bei den GWG, bei den Genossenschaftswohnungen, über 30.000 Wohnungen, die verkauft wurden, da waren 85.000 Mieter betroffen, Sie haben das alle mitbekommen. Oder bei der Tatsache, dass 2016 die staatlichen Fördergelder für Wohnungsbau halbiert wurden, weil der Bund so bereit war, Gelder mit in die Länder zu geben, hat sich Bayern gedacht, dann reduzieren wir gleich mal fein. Und jetzt erst im Wahlkampfjahr 2018 hat man die Gelder quasi wieder verdoppelt. Also wir sind jetzt quasi wieder vom Niveau her so ungefähr auf dem Niveau, bei dem wir 2015 waren. Also das sind natürlich lauter Maßnahmen, die nicht wirklich sehr förderlich waren, um weiter auch Wohnungen zu bauen. Wir haben einen Wohnungspakt, der nicht wirklich greift, also der nicht wirklich Schwung in den Bau von Wohnungen gebracht haben. Und bei der Wohnungsoffensive, die jetzt gedacht ist, auch über die aktuelle Bauministerin, muss man sagen, dass das quasi pro Kommune 0,6 Wohnungen wären, wenn wir in dem Tempo Wohnungen bauen, wie das momentan von Seiten der Staatsregierung so angedacht ist. Also nur ein kleiner Abriss davon, wie es in der wohnungsbaupolitischen Kompetenz aus meiner Sicht bei der Staatsregierung ausschaut. Deswegen legen wir da jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfs natürlich einen deutlichen Akzent drauf
drauf und wollen hervorheben, dass wir in dem Tempo, mit der Intensität, mit dem Engagement nicht weitermachen dürfen, sondern dass wir da wirklich eine Schippe drauflegen müssen. Aber ich habe mir von Bundesebene Unterstützung für heute Abend geholt, weil letztendlich muss es ja immer Zusammenspiel aller politischen Ebenen sein, natürlich inklusive der Kommunen, der Landesebene und der Bundesebene. Und deswegen darf ich für heute Abend ganz herzlich den Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretär Florian Pronold begrüßen, Staatssekretär im Umweltministerium. Florian, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in Markschwaben. Und ich darf Frau Ruth Maria Golan ganz herzlich begrüßen. Ich bin auf Sie gestoßen, eigentlich über einen kleinen Umweg, und zwar über einen Flyer der Friedrich-Ebert-Stiftung war das, glaube ich. Es gibt nämlich in München eine sehr spannende Veranstaltungsreihe, auch zum Thema Wohnungsbau. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre mal interessant. Also man muss ja ein bisschen über die Landkreisgrenzen hinausschauen und schauen, wie läuft es denn in anderen Kommunen, was gibt es da für kluge Ideen, und habe einfach mal bei einer Kollegin von Ihnen angerufen, und nachdem die aber heute Abend schon verhindert war, hat sie mich an Sie weiterverwiesen. Also wir haben schon gutes Networking gemacht und schön, dass Sie heute da sind, und vielleicht sagen Sie dann eh später sowieso noch was zu Ihrer Person und auch zu dem Genossenschaftsmodell und was dahinter steckt. Also herzlich willkommen und danke, dass auch Sie da sind. Dann möchte ich ein paar Personen, Florian, bevor ich dann an dich übergebe, noch gern namentlich begrüßen. Es haben sich nämlich ein paar Kommunalpolitikerinnen auf den Weg gemacht, heute auch dem Thema nochmal zu lauschen, um dann auch selber wieder was politisch mit zurücknehmen zu können in die eigene Kommune oder vielleicht in die künftige politische Arbeit. Ich möchte begrüßen die Gertrud Eichinger, stellvertretende Landrätin aus dem Landkreis Erding und dortige Landtagskandidatin. Schön, dass du da bist. Dann die Ulla Dickmann, wo bist du jetzt? Ja. Ah, da bist du jetzt. stellvertretende Bürgermeisterin in der Gemeinde Wörth und Kandidatin für den Bezirketag am 14. Oktober, auch aus dem Landkreis Erding. Und natürlich meine eigene lokale Bezirkstagskandidatin und dritte Bürgermeisterin aus Zorneding, liebe Bianca Poschorieder. Schön, dass auch du heute Zeit hast. Auch noch den stellvertretenden, den dritten Bürgermeister aus Marktschwaben da. Jetzt heißt mir Ihr Name wieder verrutscht. Herr Reichelt, tut mir leid, Herr Dr. Reichelt. Herzlich willkommen, schön, dass der hiesige Stellvertreter hier in Marktschwaben auch. Ja, wir hatten heute Nachmittag schon ein paar schöne Stündchen im Storchengarten in Marktschwaben, haben uns über Biodiversität und Artenschutz und alte Samen, Pflanzensamen ausgetauscht, hatten ein wunderbares Wetter, es hat leicht geregnet zwischendurch und die Sonne war verdeckt mit ein paar Wolken, so haben wir es tatsächlich eineinhalb Stunden in dem wirklich tollen Storchengarten hier in Marktschwaben ausgehalten, und da war der Ordensvereinsvorsitzende der SPD in Marktschwaben auch dabei, Manfred Kabisch mit seiner Frau Elke. Schön, dass ihr so viele Stunden heute gleich mit mir verbringt. Ja. Dankeschön. So, dann würde ich jetzt Florian einfach gleich zu dir überleiten, und wir tauchen in das Thema der Traum vom Wohnen ein und wir schauen, was du uns so an Punkten mitgebracht hast. We'll be right back.